So, wie ihr seht, sind wir nicht zu Hause, sondern wir haben uns mal wieder auf den Weg gemacht und haben jetzt unseren ersten Stopp hier in Wismar im Wohnmobilpark gemacht. Es ist ein riesiges Areal. Wir können jetzt gar nicht sagen, für wie viele Wohnmobile hier Platz ist. Mal hier beiseite gehen. Es ist jetzt mal gerade kurz nach 3 auf den Sonntagnachmittag und es ist noch ordentlich Anreise. Hier ist die Zufahrt und gleich, wenn man auf das Gelände raufkommt, soll man links abbiegen und kann erst einmal ums Rondell herumfahren. Ansonsten ist dann hier auch die Fähr- und Entsorgung. Halt mit Bodeneinlass für Grauwasser. Und hier die Entsorgung der Chemietoilette. Frischwasser gibt es natürlich auch. 10 Liter kosten 10 Cent. Und für 1 Euro bekommt man etwa 80 Liter. Wer Gas benötigt, kann dies hier auch bekommen. So, jetzt gehen wir einmal in die Runde. Ich sag mal so über den Hauptplatz. So würden wir den mal bezeichnen. Auch nett angelegt mit ein paar Blümchen. Natürlich ist Ende September, ist so langsam, dass sich der Herbst bemerkbar macht. Es gibt auch Grünflächen, wo man halt auch sitzen kann. Und die Parzellen sind so bemessen, dass auch ausreichend Abstand zwischen den Wohnmobilen ist. Wir haben ja eigentlich gedacht, auf den Sonntagnachmittag wird hier nicht allzu viel los sein. Aber es ist trotzdem hier rappedicke voll. Und wir haben zum Glück noch einen der letzten Plätze erhalten. Wie gesagt, gibt es hier auch Grünflächen und sogar eine überdachte Sitzgruppe. So, dann gehen wir gleich durch weiter zum, ja, sage ich jetzt mal, Informationshäuschen und Rezeption ist dort. Um euch das einmal kurz zu zeigen. Dort gibt es auch noch Sitzmöglichkeiten und halt, dass man sich hier in der Rezeption anmeldet. Dort wird auch Toiletten wahrscheinlich vorhanden sein. Momentan sind auf jeden Fall Toiletten und Duschen geschlossen. Also man muss da autark stehen mit Toiletten und Duschen oder Wasser, halt wegen der Corona-Pandemie. Natürlich hat auch jeder die Möglichkeit, Strom hier zu bekommen. Also es gibt hier ausreichend Stromsäulen. Die zeigen wir euch auch gleich noch. Da sind wir mit unserem Mobil und dann geht es hier einmal durch zur Stromsäule. Also eine der vielen Stromsäulen, muss man dazu sagen. Wie immer
funktionieren diese hier auch mit Kleingeld. Und zwar mit 1-Euro-Münzen. Maximal 4 Euro darf man einwerfen und hat dann Strom für 32 Stunden. So, neben dem Platz, der als Rondell angeordnet ist, gibt es hier nochmal so einen kleinen Platz und auf der anderen Seite nochmal so einen extra abgetrennten Platz. Also ist wirklich riesengroß. Wir können jetzt gar nicht so sagen, für wie viele Mobile hier Platz vorhanden ist. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn man Strom benötigt, dass man ausreichend Kabel dabei hat, das doch in einiger Entfernung eventuell liegen könnte, der Stromkasten. So, und wir gehen nun einmal in die Innenstadt bzw. in die Altstadt und nehmen euch natürlich wie immer mit. Wie der Name schon sagt, Wohnmobilpark Westhafen Wismar, liegt der Wohnmobilstellplatz unmittelbar am Hafen. Oh, heute ist dort auch ein größeres Schiff. Allerdings können wir von hier aus nicht erkennen, was für ein Schiff das ist. Sieht aber aus nach einem Kreuzfahrtschiff. Auch in unmittelbarer Nähe zum Platz befindet sich ein Discounter und ein Getränkeladen. Hier ist nun das Hotel Wismar, ein altes, uriges Gebäude zu sehen. Nun befinden wir uns auf dem Marktplatz in Wismar. Auch hier gibt es viele alte Gebäude und es gibt zahlreiche Cafés und Restaurants hier in der Innenstadt. Und selbst bei dem Schmuddelwetter, was wir heute haben, sitzen viele Leute auch draußen. Jetzt befinden wir uns hier am Marktplatz bei dem sogenannten Brunnenhaus. Und hier an der Seite sitzt eine Nixe und ein Wassermann. Hier befinden wir uns nun im St. Marienforum. Hier die Kirche ist, wie man erahnen kann, nicht vollständig. Deswegen auch keine klaren Enden der Kirchenmauern. Und hier in diesem Park, sage ich jetzt mal dazu, wird halt das alte Kirchenschiff nachempfunden, wie hier zum Beispiel, dies handelt sich um den ehemaligen Chorraum der Kirche und es gibt sogenannte archäologische Fenster. Hier kann man hineinschauen und sieht dann noch zum Beispiel alte Grabplatten und Mauerreste. Das Ganze ist in der sogenannten Backsteingotik gebaut worden. So, nun befinden wir uns in einem Teil der St. Marienkirche. Es ist halt nur noch ein kleiner Bruchteil der Kirche, der steht, und halt der Kirchturm.
deswegen wird die Kirche oder kann die Kirche halt auch nicht für Gottesdienste genutzt werden. Hier ist nun ein Modell, wie die Kirche mal ausgesehen hat. Dieses Modell zeigt die St. Nikolai-Kirche und als drittes Modell die St. Georgen-Kirche. So, jetzt befinden wir uns auf der Aussichtsplattform von der St. Georgen-Kirche. Man kann da ganz bequem mit Fahrstuhl hochfahren. Ob man per Treppe auch ganz hoch kommt, können wir jetzt nicht sagen. Da hinten sieht man jetzt die St. Jakobi-Kirche, war das, glaube ich, gewesen. Also wir hatten sie euch ja vorhin im Modell gezeigt. Wenn man hier rüberschwenkt, kommen wir da hinten zum Hafen. Und ja, da beim Hafen ist halt auch der Wohnmobilstellplatz. Es wurde uns von einem Einheimischen, der uns beim Film beobachtet hat, empfohlen, halt hier oder bei der St. Marienkirche den Turm zu erklimmen bzw. mit dem Fahrstuhl raufzufahren, um halt einen Überblick über die Stadt zu erhalten. Er hat halt auch gesagt, es sei sehr interessant, weil es eigentlich eine recht grüne Stadt ist. Und zwar in den Innenhöfen befinden sich halt auch viele Bäume oder anderes Grün. Da hinten, das sind, ja, können wir gar nicht sagen, was für Gebäude da hinten sich befinden. Wir zeigen es euch einfach, dass wir einmal hier einen Rundgang über die Plattform machen und gut, hier ist so eine grobe Erklärung, aber das ist auch ein sehr abstraktes Bild, sage ich jetzt mal. Kann natürlich auch alles nicht so hundertprozentig heute erkennen, weil es halt leider sehr diesig ist und auch am Nieseln. Hier ist nun das Amtsgericht zu sehen mit seiner interessanten Fassade. Ringsrum um den Fenster sind alles Steinornamente angebracht. Wirklich sehr interessant und sehenswert. So, und wir gehen auch einmal hier hinein. Auch die Decke von dem Durchgang ist interessant gestaltet. Auch die Rückseite ist schön gestaltet und verziert. Wobei es hier auf der linken Seite zum Beispiel farblich ganz anders gestaltet ist wie der Rest des Gebäudes. Ich kann leider nicht sagen, wie die ursprünglichen Farben waren. So, das war unser Tag in Wismar. Das war ja nun unser erster Urlaubstag. Und auch wenn es ein bisschen Schmuddelwetter war, war es trotzdem ein wunderschöner Tag. Der Stellplatz war schön. Und mit 12 Euro Standgebühr inklusive Entsorgung auch vollkommen in Ordnung. Wir hatten ja echt Glück.
Wir haben den vorletzten Platz hier bekommen. Also wir hätten wirklich nicht gedacht, dass auf einen Sonntag so viel hier los ist. Nach einem guten und gemütlichen Frühstück geht unsere Reise weiter Richtung Rügen. Was wir noch eben anmerken wollen, also Duschen und Toiletten befinden sich nicht in der Rezeption, sondern in einem anderen Gebäude. Und wie gesagt, momentan ist das aber geschlossen, die Sanitäreinrichtung, aufgrund der Corona-Pandemie. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und freuen uns wie immer über einen Daumen nach oben. Ein Abo. Und freuen uns, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Tschüss. Euer Andreas. Und Imke. Tschüss.